meine liebe Brüder und Schwestern, ihr habt diesen Text aus dem 2. Korintherbrief sicher alles schon mal gehört. Diese Rede des Apostel Paulus über die verschiedenen Glieder, über die Tatsache, dass es da Augen gibt und Ohren gibt, dass es da Hände gibt und Füße und dass sie alle zusammen den einen Leib bilden und dass wir ähnlich wie so ein Leib auch als Gemeinde aus verschiedenen Gliedern bestehen und dass es da ganz unterschiedliche gibt und dass es nicht angehen kann, dass die Hand zum Fuß sagt, ich brauche dich nicht, oder das Ohr zu den Augen, dich brauchen wir nicht, weil du kannst ja gar nicht, wie wir hören, also kannst gar nicht so wichtig sein, wie wir sind. Ja, der Fuß nicht zum Bauch sagen kann, ja, du kannst ja überhaupt gar nicht ins Ohr laufen, wozu brauchen wir denn dich? Ja, dass es diese Rede davon gibt, dass es eben die Gemeinschaft ist, die miteinander in großer Unterschiedlichkeit und Vielfalt miteinander lebt. Und der Apostel geht dann in diesem nächsten Schritt weiter und erzählt, ja, auch in der Gemeinde gibt es ganz unterschiedliche Gaben. Das sind eine Prediger und die anderen sind Propheten und die Dritten können heilen und die Vierten haben Zungenrede. Und all das ist alles von dem einen Geist gegeben und deutet hin auf diesen einen Leib, den wir den Leib Christi nennen. Und hier in der Gemeinde, und deswegen steht heute diese Tafel da, wo jetzt ich unsere Tafel mit den Gliedern runternehme und unsere Olga-Tafel hochnehme. Ja, weil genau das, was wir gerade da gehört haben, es gibt verschiedene Dienste und verschiedene Gaben, dann machen wir das hier in der Gemeinde auch. Wir wollen als Gemeinde ganz bewusst diesen verschiedenen Gaben auch ihren Platz geben, auch gerade im Gottesdienst. Wir haben keine Lust darauf, dass dieser Gottesdienst so eine One-Man- oder One-Woman-Show ist. Also so einer vorne und macht alles und die restlichen dürfen halt zugucken und am Ende Applaus spenden. Wenn ihr das haben wollt, geht ins Theater, da funktioniert das. Hier werdet ihr, und für diejenigen, die zum ersten oder zum zweiten oder zum dritten Mal hier sind, ihr werdet es merken, das funktioniert so nicht, weil wir Einzelne dafür keine Kraft haben und es auch viel schöner ist, verschiedene Stimmen zu hören, verschiedene Zugänge zu hören. Also wir haben jemanden, der predigt, da habe ich mich jetzt schon ein paar Mal eingetragen, wenn ich nicht gerade irgendwo unterwegs bin, ich werde mal im Urlaub sein und bin eingeladen nach Bukarest auf eine schwul-lesbische Konferenz, wo ich einen Vortrag halten darf. Wir haben Leute, die den Gottesdienst leiten, mache heute auch ich, also eigentlich genau das, was wir nicht haben wollen. Wir haben jemanden, die Abendmahl für uns feiert, wir haben Leserinnen und Lesen und ganz wichtig Auf- und Abbau. Ja, weil wenn wir hier nicht vorher aufbauen, haben wir keine Stühle, auf denen wir sitzen können. Und wenn wir nicht aufräumen, dann kriegen wir Ärger mit der Hausleitung und mit dem Hausmeister und vor allem vom Hausmeister. Also genau. Nein, wir müssen gemeinsam miteinander arbeiten und all diese Dinge, die da stehen, und die Musik gehört auch mit dazu, wenn es gerade Sonny am Klavier bringt, ist alles Teil dessen, was hier zusammenkommt. Was hier zusammenkommt, damit wir dann gemeinsam miteinander Gottesdienst feiern können. Das ist nicht nur eine Olga-Tafel, wie ich es gerade genannt habe. Das ist eigentlich nicht nur das, wo wir sagen, ah ja, wir müssen das hier irgendwie organisieren, weil irgendeiner muss nachher aufräumen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam miteinander etwas tun. Es gibt in unserer Gemeinde viel zu tun. Viele verschiedene Aufgaben und Tätigkeiten. Und es ist immer wieder Teil unserer Aufgabe, auch unserer Aufgabe als Einzelne, darüber nachzudenken, was kann ich tun, was will ich tun, was will ich beitragen, wofür habe ich die Kraft und die Ausdauer und die Freude daran und was kann ich tun. Das sind die Fragen, die sich da stellen, gerade wenn wir Paulus im Ohr haben, der sagt, es gibt ja ganz unterschiedliche Glieder im Leib. Das sind einige der Fragen, die sich da stellen. Was kann und was will ich tun? Und dann gibt es natürlich für diejenigen unter uns, die diese Tafel füllen sollen, damit es immer organisiert ist, das Problem, dass wir alle, die wir hier sind, oder die meisten von uns Schwaben sind. Der Schwabe an sich ist ja ein hochbegabtes Wesen. Ja? Und wir sind ja also wirklich mit viel Segen bedacht. Also, der liebe Gott ist selber Schwab, von daher, und Schwäbisch, bin ich felsenfest davon überzeugt. Sonst hätte das Ländle nicht so schön geschaffen. Ja? Aber der Schwabe hat natürlich auch eine Gabe, und die ist die Gabe des,
des immer wieder gebeten werden Wollens. Ja? Also der Schwabe an sich will immer wieder gebeten werden, also gefragt und gebeten werden. Also man muss immer wieder sagen, das ist nicht. Ja? Ich da eintragen will. Ja, der Deutsch, genau, richtig. Genau, der ist das. Liebe Gemeinde, wir haben alle diese Gaben. Wir haben alle diese Gaben, die uns von Gott gegeben sind. Und es sind alles ganz unterschiedliche Gaben, die wir haben. Ja, es gibt Menschen, die können diesen Flügel bedienen. Die wissen im rechten Moment auf die richtige Taste zu drücken. Ja, es gibt Menschen, die wissen, wie diese vermaledeite Kamera funktioniert, mit der wir aufnehmen, damit nachher Leute im Internet diese Predigt anschauen können, die eben nicht hierher zum Gottesdienst kommen können. Ja, es gibt Leute, die hier aufbauen können. Das Spannende ist jetzt, das ist gar nicht das Problem, dass es unterschiedliche Gaben gibt in dieser Gemeinde, das ist überhaupt gar nicht das Problem. Wir haben unglaublich viele Gaben und wenn ich mir anschaue, wer hier sitzt, dann weiß ich, dass jetzt jemand, die kann Geschichten erzählen. Wenn ich ein Gleichnis zum Lesen habe, dann lasse ich Frau Hösele Gerlach dieses Gleichnis lesen, weil dann passiert hier vorne ein Theater, das uns gerade hineinnimmt in diese Welt, die Jesus da erzählt. Und dann gibt es Leute, die bringen was zum Trinken mit und haben immer ein Auge drauf, damit es niemand umhaut. Diese verschiedenen Gaben sind gar nicht das Problem. Das Problem ist, wenn gleiche Gaben gegeneinander stehen. Wenn ähnliche Gaben gegeneinander stehen. Wenn es jetzt heißt, naja, dann gibt es ja einen Jochen, der leitet. Und dann gibt es eine Susanne, die leitet. Und dann gibt es einen Axel, der leitet. Und dann sagt eine dritte Person, die ich jetzt nicht nenne, aber ich leite ja gar nicht gleich gut wie die. Oder ich leite womöglich ganz anders. Und womöglich benennt die das ja gar nicht, dass ich anders leite. Das ist das Problem, wo es problematisch wird. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, weil also ich könnte jetzt auch sagen, Sani singt viel schöner als ich, also singe ich gar nicht mehr. Ja? Wenn gleiche Dinge gegeneinander kommen, dann wird es richtig schwierig in unserer Gemeinde und mit dem, was wir miteinander tun. Weil dann fangen wir an, einander zu vergleichen. Dass jemand was anderes kann, das ist einfach zu erfahren. Aber dass jemand das Gleiche auch womöglich kann und es womöglich ein bisschen anders tut, da wird es jetzt schwierig. Ich will euch, um das ein bisschen zu illustrieren und ein bisschen klarer zu machen, eine Geschichte erzählen. Ein Märchen. Ein Märchen, das eigentlich erst einmal gar nichts mit dieser Geschichte zu tun, also mit Paulus und dem, was ich da predige, zu tun zu haben scheint. Aber vielleicht merkt ihr es, dass es doch was damit zu tun hat. Es ist ein Märchen, das ihr bestimmt kennt. Es ist das Märchen von den drei kleinen Schweinchen und dem großen bösen Wolf. Also ihr erinnert euch an dieses Märchen. Da waren einmal drei kleine Schweinchen und die bauten alle ihr Haus. Jedes von ihnen baute ein Haus. Das erste Schweinchen baute sein Haus aus Stroh. Aus geflochtenen Strohmatten baute es ein Haus und lebte darin. Das zweite baute sein Haus aus Holz. Aus Brettern nagelte es dieses Holzhaus zusammen und lebte darin. Und das dritte Schweinchen, das nahm Steine und setzte sie aufeinander, große, schwere Steine, setzte sie aufeinander, baute sie hinaus und lebte darin. Und dann kam der große, böse Wolf. Und dieser große, böse Wolf will die drei kleinen Schweinchen, das haben Wölfe so an sich in Märchen, die wollen immer die kleinen Schweinchen fressen, wenn es denn gerade Rotkäppchen gibt, aber will also die Schweinchen fressen. Und dieser Wolf kommt und bläst gegen die Häuser, bläst sich auf und hafft und pafft und bläst das Strohhaus des Ersten um und frisst das Schweinchen und bläst das Holzhaus des Ersten, des zweiten Steinchen um und auch das, noch ein bisschen mehr blasen, fällt es um und er frisst das Schweinchen und erst am Holzhaus, am Steinhaus scheitert er. Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte, wo es dann ganz nah an dem dran ist, was wir hier erleben. Denn die verschiedenen Häuser könnten verstanden werden als die verschiedenen Arten von Gaben und Talenten. Und ja, da fangen wir dann gleich an zu überlegen, Mensch, ist mein Talent aus Holz oder aus Stroh oder gar aus Stein gebaut? Traue ich es? Mensch, traue ich mir das zu predigen, so wie der Axel predigt oder wie
die Susanne, wie die Heike, oh Gott, die wird's nie langer, wie die Heike leitet. Oder viel schlimmer noch, da denke ich, ja, Menschenskinder kann ich den predigen lassen, weil der predigt ja ganz anders als ich und womöglich gar nicht so laut. Oder die Heike könnte sagen, Menschenskinder leitet jemand aber ganz anders als ich oder macht Abendmahl ganz anders als ich. Das sind die Erwartungen, die wir aneinander stellen. Und das Spannende ist, das sind dann die Dinge, wo es Konflikte gibt in der Gemeinde. Die Gemeindenkonflikte, wir denken ja immer, Konflikte in der Gemeinde brechen aus über theologische Fragen. Fragen nach der Prädestination und der Tauflehre und der Eschatologie und der Präexistenz des Logos, lauter große Worte. Gell? Also wir Theologen haben die mal gelernt. Gell? Manche davon sind viel kleiner als das große Wort sie eigentlich macht. Es macht auch Spaß, da hin und wieder drüber zu reden, ganz ehrlich. Das ist auch richtig. Aber daran entsteht kein Streit in der Gemeinde. Daran entsteht auch keine Verzweiflung über sich selber, sondern die Verzweiflung und der Streit entsteht dann, wenn der Sören dieses Tuch hier einmal in der Mitte faltet, bevor er es auf der Altar legt. Und ich es aber gern ausgebreitet hätte, weil es so schön grün ist. Oder umgekehrt. Daran entstehen Streite. Dann ist auf einmal Schluss mit der Stimme. Liebe Gemeinde, was erzählt das jetzt über uns? Und über die Verschiedenheit und die Gleichheit, die wir haben. Was erzählt uns das über uns? Es erzählt uns eigentlich, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns selber genau anschauen und selber entscheiden können, das, was Paulus den Korinthern in dieser Geschichte mit den vielen Händen, Füßen, Ohren und Augen erzählt. Dass wir eben verschieden sind. Und dass wir auch in der Gleichheit unterschiedlich sind. Weil eigentlich hätte Paulus weitererzählen müssen und sagen müssen, die linke Hand darf nicht zur rechten Hand sagen, du bist aber gar nicht so gut, weil du bist ja gar nicht links. Oder die rechte Hand darf nicht zur linken sagen, ich kann aber viel besser schreiben, wo die linke doch viel besser winken kann. Eine Ohr darf nicht zum anderen Ohr sagen, du bist aber gar nicht so gut, weil du hörst ja das, was von dort kommt, gar nicht so gut. Sondern manche hören halt auch nur auf einem Ohr. Und nur gemeinsam sind wir diejenigen, die wir hier sein können, in Unterschiedlichkeit und mit unseren gleichartigen Gaben. Ich glaube, liebe Brüder und Schwestern, ich muss euch die Geschichte von den drei Schweinchen nochmal erzählen. Ich muss euch dieses Märchen gerade noch einmal erzählen. Und zwar so erzählen, wie ich glaube, dass es sich wirklich zugetragen hat. Denn ich glaube, die Geschichte von den drei Schweinchen, die ich gerade erzählt habe, ist genauso eine Gemeindegeschichte. Und es ist eine Geschichte über dreimal Hausbau, dreimal unterschiedliche Häuser und darüber, dass nur eines gut genug war. Und ich glaube, diese Geschichte ist so nie passiert. Die Geschichte ist so nie passiert. Denn so wie ich sie gerade eben erzählt habe, wie sie immer erzählt wird, ist sie die Erfindung der Vereinigung der Steinehäuser bauenden Schweine. Der Steinhausschweine. Die Steinhausschweine erzählen diese Geschichte so, wie ich sie gerade erzählt habe, weil sie nämlich dann die Helden in der Geschichte sind. In Wirklichkeit ist etwas ganz anderes passiert. In Wirklichkeit ist das passiert. Es waren einmal drei kleine Schweine und jedes davon hatte ein Haus. Ein Haus aus Strohmatten, ein Haus aus Holz, ein Haus aus Stein. Und es kam der große böse Wolf und bläst gegen diese Häuser, um die Schweinchen zu fressen. Aber das Schweinchen im Strohhaus hatte ihn schon kommen sehen, schon von Weitem. Weil man durch die Strohmatten nämlich hinausschauen konnte in die Welt. Und es hatte den Wolf kommen sehen und sammelte daher, dass die Strohmatten schnell zusammen, rollte sie schnell auf, packte alles zusammen, nahm es unter die Arme und auf den Rücken und verschwand im Wald, wo es sein Haus schnell wieder aufbaute. Aus Strohmatten war das kein Problem. Er baute es auf an einer Stelle, wo der böse Wolf es nie finden würde.
Als der Wolf kam, da war das Haus samt Schweinchen längst verschwunden. Und das kleine Schweinchen lebte glücklich und zufrieden. Und so ging der enttäuschte Wolf, dem der Magen schon knurrte, hinüber zum Holzhaus. Das Holzhaus aber bestand aus Brettern, die zusammengenagelt waren. Und es hatte viele Ritzen, aber schwere Balken, die diese Bretter zusammenhielten. Und das Schweinchen, das hatte ihn kommen sehen und war in den Keller gegangen, hatte die Türe zugeschlossen und wartete oben ab, bis der Wolf weiterhin blies und blies und blies und der Wind einfach durch die Ritzen hindurchging, aber bis in den Keller gar nicht hinunterkam. Und so musste der atemlose Wolf schließlich von dannen ziehen. Und das kleine Schweinchen in seinem Holzhaus lebte glücklich und zufrieden. Und so kam der Wolf schließlich an das Steinhaus. Und dort am Steinhaus hatte der Wolf schon keine Kraft mehr. Und weil er vorher schon keine Schweinchen gefressen hatte und sich ausgeblasen und gepustet hatte, da starb er vor dem Steinhaus aus purer Erschöpfung. Und das kleine Schweinchen im Steinhaus lebte glücklich und zufrieden. Liebe Gemeinde, drei Häuser, drei gleiche Dinge, ganz unterschiedlich. Diese drei Häuser sind die Gaben, liebe Gemeinde. Alle drei sind Häuser, gleiche Gaben und auf ihre Art und Weise sind sie gute Häuser gegen den bösen Wolf. Keines von diesen drei Häusern ist besser als das andere. Und jedes von ihnen funktioniert anders. Das ist die Geschichte, die wirklich wichtig ist. Das ist etwas sehr Wichtiges für jede Gruppe von Menschen, egal warum sie zusammenkommt, aber ich glaube, es ist essentiell, lebenswichtig, wichtig für eine christliche Gemeinde. Nehmet einander an, so wie ich euch angenommen habe, sagt Jesus, nicht ohne Grund. Das heißt, dass wir einander annehmen sollen in dem, wer wir sind und ganz besonders darin, was wir sind, wie sich unsere Gaben zeigen, wie unsere Gaben und Fähigkeiten Ausdruck finden und wehret der Versuchung zu sagen, meine Gabe ist besser als deine oder meine Gabe ist stärker als deine oder meine Art zu tun ist besser als deine. Darum hat Gemeinde zu sein, eben nicht einfach etwas zu tun, indem wir organisieren, dass die Füße eben Fußdinge tun und die Hände eben Handdinge tun, sondern es geht vielmehr darum, dass wir als Menschen miteinander hier festfeiern, Und jeder von uns einbringen kann, was wir können. Und ich weiß, dass diese Gaben da sind, weil ich sie sehe in euch. Und ich weiß, dass sie da sind und wir hier in dieser Gemeinde zusammenkommen können und dann unterschiedlich gleiche Dinge tun oder miteinander andere Dinge anders tun. Deswegen passiert hier ja auch jedes Mal was anderes. Und das ist auch wichtig. Es muss ja nicht immer genau das Gleiche passieren. Der Altar muss nicht immer die gleiche Farbe haben, sondern wir dürfen miteinander einbringen, was wir haben. Nehmt einander an, so wie ich euch angenommen habe, sagt Christus. Und dann entsteht der Leib Christi. Dann entsteht der Leib Christi mit dem, was wir tun können. Und das wird ein Leib sein, der spannend ist und neu und anders. Und eben nicht so, wie Axel es gerne hätte. Oder wie der Organisator dieser Organisationstafel es gerne hätte. Sondern da entstehen neue Dinge. Das, liebe Gemeinde, ist das, wo Gemeinde in einem Moment etwas mehr wird. Nämlich Gemeinschaft von Christinnen und Christen im ganzen Leben. Und das ist auch die Herausforderung. Die Herausforderung, immer wieder im anderen zu sehen, ja, er hat ähnliche oder andere Gaben. Ja, der füllt eine ähnliche oder andere Aufgabe anders. Und doch sind wir alle gemeinsam. Und es ist die Herausforderung, in sich selber zu spüren, ja, ich habe diese Gaben. Ja, und das ist das letzte Beispiel, das ich jetzt bringe, weil Sunny kommt gerade wieder rein. Ja, ich kann singen, aber ich muss nicht Sopran singen. Es wäre eine Katastrophe, wenn ich versuche, nicht Sopran zu singen. Ja? Aber wir dürfen miteinander singen und es gibt keine und keinen von uns, dessen Ton fehlen dürfte, wenn wir miteinander singen. Dass wir
an uns selber merken, wie gut es ist, dass wir in Gemeinschaft miteinander sind. Eine Gemeinschaft, die einander dann auch Pausen gibt und die Möglichkeit, einmal die Gabe des Zuhörens und des einfach Daseins zu leben. Ja, wir sind gerufen in eine Gemeinde mit unterschiedlichen und gleichen Gaben und Talenten. Und es ist an uns, uns an diesen Gaben der anderen zu freuen und sie mitzutragen. Und so darf auch über diese Gemeinde gesagt werden, und die kleinen Schweinchen in der Gemeinde, die alle in ihren Häusern lebten und ihre Gaben einbrachten, lebten zufrieden im Strohhaus, im Holzhaus, im Steinhaus, in guter Nachbarschaft und in einer Gemeinschaft, wo kein Wolf etwas dagegen tun konnte. Amen.